So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:36 Uhr, 16. Mai 2023. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Die erste Falle platzieren wir hier oben bei 15.900 und aktivieren sie direkt, denn wir stehen direkt auf einem Level. Das würde bedeuten, bei 15.892 geben wir hier auf fallenden Kurs, bei 15.907 spekulieren wir auf steigenden Kurs. Zielmarken ist einmal hier, wo der grüne Balken ist, das ist nämlich der Daily Pivot 15.933, und auf der Unterseite haben wir heute die 66. Ich mache das mal doppelt, ziehe einmal hier 66 und dann kennen wir, wer uns beobachtet, die 50er Marke einmal hier und natürlich auch einmal hier oben. Das sind so die beiden Bereiche, wo wir hin wollen. Aktuell sind zwei Orders am Markt, einmal bei 15.892 und bei 15.907, noch nicht ausgeführt. Und wir gehen einmal in die Bola-Boxen rein. Bei 15.859 kommt die Vola-Box rein, das ist also ein Tickchen tiefer hier unten, da wird sie erwartet. Gut, das erstmal zur Vorbereitung. Fahrplan ist somit gelaufen. MTX gestern haben wir getradet, ich musste, weil ich gestern Meeting hatte, den Trade schließen. Ja, aber wir schauen uns das mal an. Ich glaube, hier in den TP gelaufen. Long Trade ist in den TP gelaufen. Also nach wie vor eine sehr, sehr hohe Trefferquote, die nichts zu toppen ist mit diesem Setup. Gucken wir mal, was heute reinkommt. Wünsche uns allen ein gutes Gelingen und ich melde mich gleich nochmal. So, wir sind short im ersten Trade. Short im ersten Trade. Es ist 8.58 Uhr. Unser Gewinnziel liegt hier, die blaue Linie, bei 84. Short im ersten Trade. Werner, guten Morgen. Also Audi USD habe ich gesagt, haben wir nicht getradet, weil wir eine zu geringe Trading Range haben. Und was ich dir rate, wenn du jetzt im Trade drin bist, dass du nach Regelwerk handelst. Entweder Stop Loss hast du ja auf der Sonne oder du handelst gegen Signale. Das heißt, du bist ja in der richtigen Richtung. Und das war's. Glocke. Und der Trade ist im Gewinn gelaufen. Das war hier ganz, ganz schnell. Trade ist short in den Gewinn und wir sehen hier unten der nächste Trade. Die grüne Box 15.859 zu 15.844. So, das bedeutet von den Eröffnungskurs 30 Punkte bleiben wir bei dem geringen Risiko. Und die Big Number platzieren wir nochmal. Ich verabschiede mich aber für unser Videotagebuch. Der Trade ist in den Gewinn gelaufen und das war schnell. Bedanke mich, bis morgen.